Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Hat zwar ein bisschen gedauert, weil auch bei mir daheim die Weihnachtszeit war, beziehungsweise noch ist. Heute ist noch der zweite Weihnachtstag. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch allen von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein braves Christkind. Ich hoffe, ihr seid gesund und rutscht auch natürlich gesund ins neue Jahr. Das sage ich auch gleich dazu, weil es hier wieder eine Aufnahmesession sein wird von mindestens 7 Parts. Und bevor ich es vergesse, sage ich es gleich jetzt. Also, guten Rutsch auch ins neue Jahr, ihr Lieben. Tut's euch bitte nicht weh dabei. Und ich hoffe, dass sich eure Herzenswünsche oder wenigstens ein Herzenswunsch erfüllen tut. Jo, bei mir ist auch derweil alles glatt. Ich hatte auch ein sehr braves Christkind, muss ich sagen. Und ja, bin sehr zufrieden und schlürf nebenbei gerade aus einer Zelda-Tasse, also von Legend of Zelda, eine Kaffeetasse, mein Kaffee. Juhu, was gibt Schöneres? Na super, natürlich Alex zocken und das machen wir auch. Mit Ray stiefeln wir jetzt gerade wieder mal in der Wüste rum. Wo ist eigentlich unser Ziel? Boah, das ist schon lange her, dass ich da jetzt gezockt habe. Ich muss mal kurz Karte schauen, ich habe mich gar nicht vorbereitet, wie immer. Ich wollte jetzt einfach nur, gierig wie ich bin, ganz, ganz schnell wieder weiterspielen. Das da war so komisch, ne? Ich bin da drüben, das ist da. Das werden wir wohl anfinden, oder? Also in die Richtung sollen wir hatschen, da. Gut, dann hatschen wir in die Richtung. Ah, das bist du ein Schakal? Wir werden es gleich herausfinden. Ray, mach dich schon mal startklar. Da wird's gleich blutig. Oh, ein junger Schakal. Das geht. Der geht. Hol das. Da hat's ihn zerlegt. Jo, Gott sei Dank. Es war nur ein Junge. Der hat mir schon wieder zugesetzt. Fleischbraten ist dann auch wieder so eine Sache. Und natürlich werden wir gleich sofort wieder mit Speichern beginnen. Also auf dem 13. Spielstand. So. Sehr gut. Gut. Und dann schauen wir uns mal die Gegend hier an. Ja, sprinten können wir auch. Dann geht es nicht so langweilig vor sich hin. Oh, wie weit ist denn das noch bitte? Ich renne mal hier hoch. Kann das sein, dass einem der Pfeil da gar nicht mehr richtig angezeigt wird? Oder schneidet sich das einfach so schier mit dem Orange? Dass wir noch ein Stück hatschen müssen. Ich muss mal kurz Karte klupschen. Ah ja, gut, es schneidet sich einfach nur. Aha, ein Händler wäre auch dort. Da. Sprinte, Sprintboy. Mach, mach. Da unten drunten. Yes, ist na. Achso, ich habe schon gedacht, da geht mir wieder was an. Aha. Sollte das mal ein Weltenbaum gewesen sein? Mal die Spinnen. Oh, um Gottes Willen, was rennt denn da unten herum? Ah, sind das etwa die Händler? Schauen wir einfach mal nach, wir haben eh gespeichert. Aha. Ja, wach. Jo. Ray, du darfst auch helfen. Boah, die Viecher sind stark. Ich glaub, wow! Und hier haben wir überhaupt keine Chance. Jetzt ist na, ich bin schon wieder am Verrecken. Ring, ring! Ja, den hat's umgehauen. Bist du's, Ray? Ja, Ende. Na, das war nicht der Ray, das war einer von diesen Wachentypen. Oh je. ja. Mist. Ich glaube, das sollte man stehen lassen. Ich wollte einfach jetzt nur die Erfahrungspunkte schnappen. Ehrlich gesagt. Weil die eh schon am Kämpfen waren, dachte ich mir, jo, mach mal halt mit. Das wäre jetzt aber echt grauenvoll, wenn die da unten, also wenn da unten unser Teil ist, das wir brauchen. Die Wachen sind, also dieser Händler ist auch nicht besonders hell, oder? In der Birne. Wir brauchen das Fleisch. Viel lecker Eintopf, ihr wisst es eh. Gothic und so, ne?
Ist es aber auf dem Baum? Das wäre mir sogar noch lieber. Darf ich mal noch ein Stück hoch? Ich glaube, das ist auf dem verdorrten Baum da. Also schaut aus wie ein Baum. Vielleicht ist es auch nur eine Felsformation, die etwas komisch ist. Und dann können wir nämlich rüber geleiten mit unserem Jetpack. Sie hat gleiten gesagt. So. Gottes Willen. Naja. Na, schaut schon aus, als wenn es unten wäre. Mist. Der Pfeil zeigt nach unten, ne? Ist gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Man merkt meine Ratlosigkeit. Oh. Dann fliegen wir halt hier hoch. Wichtig ist, mal schnell in Sicherheit bringen. Ich probiere es da drüben. Ich probiere es hier rüber zu kommen. Oh. Das Viechlein hat uns entdeckt und ich sterbe gerade. Ist ja ganz Ausgang. Okay. Da war ich gerade nicht sparsam. Sollen das klumpert sein? Ja, ich stelle mich mal an wie der letzte Depp, ich weiß. Okay. Vielleicht soll ich die Quest auch einfach stehen lassen, dabei haben wir irgendwas anderes Brauchbares. Naja, brauchbar. Nee. 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 Nicht wirklich, ne? Wahrscheinlich. Ein drittes Mal noch. Wir vipen durch die Gegend, das ist so toll. Ich hab die Nase voll. Tralilalala. Ich will das Klumpert haben, dann bin ich hier weg. So. Vielleicht von der anderen Seite noch probieren? Ich gehe mal da ein bisschen großzügiger drum herum, dass mir diese depperten Spinnen nicht gleich so pullen. Es wirkt irgendwie schon, als wenn es da oben droben wäre. Können wir auf dem Gerüst da landen? Ich speichere hier einfach mal, da brauche ich nicht immer laufen, so deppert. Also speichern. Jupp. Und dann schauen wir mal, ob wir das Teil kriegen. Ich will hier nicht 20 Jahre verbraten. Obwohl es schon wieder danach ausschauen tut. Also ich probiere jetzt mal, ob man auf dem Gerüst da oben hier so... Na, kann man nicht. Nicht ohne zu sterben. Okay. Passt, dann laden wir halt nochmal. Dann muss ich mir einen besseren Absprungpunkt suchen quasi. Also Gerüst, nichts gut. Ja, logisch, ne? Keine Ahnung, ob wir das darüber schaffen, wenn es voll ist, das Jetpack. Wenigstens da unten wäre super. Ja, und dann lässt er natürlich nach, ne, das klumpert. Okay, das war, ist eine komische Position. Haben wir es gepult? Ray wahrscheinlich, ne? Ja, warte. Ist das schon da? Na, das schaut nur so deppert aus, ne? Ja, ja. Ray, was machst denn du da, Freund? Keine Ahnung. So. Halt. Da ist es schon. Eine Goldtraune. Ist es das, was wir suchen? Na. Das ist irgendwo da drüben. Aha, außerhalb. Wenn man... Moment, das rennt. Da unten, ne? Um Gottes Willen. Ja. Ray lebt. Ich werde mal das auf einem separaten Speicherstand speichern tun und dann hoffen wir, dass wir dieses blöde Teil da kriegen. Ne? Ah ja, super gemacht.
Schwefelbrocken. Wenn er Mana. Er will mal schauen, ne? Was ist das Teil da? Sieht aus wie so eine Bombendings, ne? Warte mal. Ich probier's nochmal. Am besten wär's vielleicht, wenn ich Ray hätte drüben stehen lassen. Das ist schon irgendwo. Ah, da! Das hier dürfte sein, ha? Huh? Ah, na, das ist nur Mana. Dann. Da ist das, was wir brauchen. Jawohl. Und jetzt wäre es gut, wieder abzuhauen, so schnell wie möglich. Oh ja. Das hat's. Ja, das bin schon weg. Das dauert zu lange, bis wir weg sind. Aber das ist schon das Teil. Okay. Es klappt. Es würde klappen. Ich werde Ray umstehen lassen. Und dann werde ich mir das Teil schnell holen. Und dann werden wir wieder hier hochfliegen versuchen. Bleib mal kurz hier stehen. Bleib hier stehen. Sicher doch. Bitte, ja? Ja, weil es sicher ist. Ja, sicher doch. Oh, das war ein Fehler. Ja, bin zu früh gesprungen. Auf die eine habe ich jetzt vergessen. Muss ich warten, bis die wegläuft und dann darf man machen. Na toll. Aber das Teil hole ich mir. Wenn es das letzte ist, was ich mache. 7 Parts später probiere ich immer noch. Ah, wie schön. So, also mal hier hin und dann einfach... Ach so, du bist nicht stehen geblieben, ne? Du... Boah, ey. Freund, bleib stehen. Bleib hier stehen. Ich hab jetzt Angst gehabt, natürlich, dass ich gepult hab. Oh. Spinne, verschwind. Jetzt war nicht der Ernst. Ich hasse diese Viecher. Der Ernst jetzt. Jetzt hat mich das Mistviech gesehen. Hab ich das gerade vorher hinbekommen? Ist mir gerade ein Rätsel. Ray, stopp. Bleib hier stehen. Geht klar. Ja. Was macht er denn? Stützt er daneben ab, ne? Dieser Pfosten. Das muss ich mir erst wieder neu positionieren, ne? Ja, ja. Ich schwöre, zu spät. Hol das Teil. Und dann ab in die Lüfte. Naja, ab in die Lüfte ist gut gesagt. Das klappt da nicht mehr so recht. Würdest du schneller auf Land, du Klumpert? Mach! Boah, 20 Jahre später, ne? Ich habe nur gerade Glück, dass die Spinne mich nicht sehen tut. Jawohl, das haben wir geschafft. Los, flieg hoch! Zu Ray. Hallo. Mein Gott. Jawohl. Ach, Dreck. Aber es wäre sie ausgegangen. Ich krieg die Krise. Gibt's ja nicht. Habe ich jetzt was? Na, nichts falsch gemacht. Okay. Mann, ey. Das gibt's ja nicht. Ach, ich hab Ray vergessen. Das muss ich jetzt auch speichern, dass der Depp umstehen bleibt. Ich bin schon gewohnt, dass ich solche Schritte immer speichern tue. Also, bleib stehen. Bleib hier stehen. Sicher doch. Da, das tun wir gleich speichern. Quatsch, echt. Ich mach wieder nur Blödsinn. Scheiße. Oh, blöde Spinne, geh weg. Na. Okay, nehmen. Und gleich mal hier hin. Los. Dieses Jetpack, ne? Das ist echt billig. Mann, das braucht so lange. Ich glaube, die Spinne hat das noch nicht bemerkt. Ich könnte mal was trinken, ne? Ah, das war das Falsche. Egal. So, darf ich jetzt? Ja, natürlich. Wieso kriegt das so viel Schwung? Das würde mich mal interessieren. Ich will da oben stehen bleiben. Warum fliegst du drüber, du Pfosten? Echt. Geht, das war jetzt so super. Das hat so gut hingehauen. Vor allem das Lustige ist, das Jetpack, wenn es den Spielstand neu lädst, ne? Ja. Ich flieg mal hier rein. So. Puh. Ja, ja, war klar, dass er mich erwischt.
Ja, bleib da nicht stecken mit deiner Hohlbirne. Das hier bleibt stecken mit der Hohlbirne. Okay, da darf ich auch nicht hin. Ma, das ist jetzt wieder. Gekumm. Hallo. Das gibt's ja nicht. Grafel da. Ja, sicher. Ja, du bist ja auch so leise, ne? Und hat sie mir entdeckt? Ja, hat sie. Hat sie doch. Gott, tatsächlich. Diese Viecher, kann man die halt ablenken? Kann da nicht mal so eine Ratte vorbeilaufen, damit die Hunger kriegen und weghüpfen? Boah, was war denn das jetzt für ein Bug? Na, bitte! Bleib doch oben stehen, du Kasper. Diese Felsformation, keine Ahnung, was das ist. Baum oder Fels, die geht mir echt am Keks. Ja, jetzt fällt der andere Seite wieder runter, weil er nichts kann. Der Kackbuhn. Ja, ja, leg mich am Buckel. Wie mache ich das? Ich weiß gerade echt kein Rat. Jetzt brauche ich den ganzen Bart für dieses scheiß Item. Das ist lächerlich, echt. Ja, jetzt fällt wieder andere Seite runter. Wie gibt's das? Wie macht der das? Kannst du nicht normal gerade springen, Freund? Hast du, keine Ahnung, rutschige Sohlen oder so? Tja, oh, jetzt ist sie wieder da, die Spinne, ne? Wieso ist die jetzt wieder da? Die dürfte gar nicht da sein. Die Viecher sind mir auch nicht ganz geheuer. Die war doch vorhin drüben. Wie kann sie jetzt auf einmal da sein? Die auch? Die ist jetzt mal unterhalb. Ich verstehe das nicht. Geh weg. Blödes Viech. Nimm! Nicht das! So, schön mit der Ruhe. Mach, werd fertig. Na komm! Boah. Okay, das speichern wir jetzt mal. Das speichern wir jetzt darauf. Okay. Boah, ey, ich schwitze gerade. So. Wieder Ray mit einpacken. Mitkommen. Natürlich. So. Das dürfen wir jetzt wieder speichern. Dass ich das nicht wieder versau. So, das schaffe ich gerade noch in dem Part. Wahnsinn. Super. Jetzt sind wir nur noch lebend hier raus. Die eigentliche Aufgabe, von wo sie mir eigentlich herkommen. Mei. Muss ich mal den Weg suchen, wie man hier wieder wegkommt. Aha. Das könnte was werden. Jetpack ist nochmal aufgeladen. Also. Wow. Was sagt man dazu? Geschafft. Hurra. So, ein Stück weglaufen. Und speichern. Boah, gut. Das haben wir. Sehr schön. Ist ja nicht zu glauben. Sehr gut, dann können wir das nächste suchen. Laufen wir noch ein Stück in die Richtung, dann hat der Part wenigstens, ja, einen kleinen Sinn. Da. Ist ja nicht zu fassen, oder? Und, achso, wir können porten. Das geht dann noch schneller, stimmt. Ja, ich wollte eigentlich, na, das passt schon. Porten wir uns dahin. Ja, bitte. So, dann sind wir schneller dran an dem einen. Boy. Unfassbar. Jetzt lad schneller. Wir haben keine Zeit. So. Das müsste der sein, oder? So. Wie kommen wir hier jetzt wieder weg? Da hoch vielleicht. Mal fürs Erste. Für eine gute Sicht. Und dann schauen wir mal. Wir stehen so. Wir wollen da runter. Nein, wir wollen darüber. Der da? Ist der dann richtig? Na, das ist der. Passt schon. Müssen wir zu dem rauf. Da oben droben. So. Dann schauen wir mal. Hoppala. Links und rechts schauen. Da kommt keiner. Passt.
So, wenigstens mal ein Stück in die Richtung laufen, wäre schon mal nicht schlecht. Ich würde mal sagen, hier hoch. Und dann werden wir auch gleich speichern. Ruck. Aha. Aha. In dieses Gebäude wollte ich gar nicht rein, ne? Eigentlich. Eigentlich. Aber jetzt müssen wir scheinbar doch. Na gut, ihr Lieben. Machen wir erst im nächsten Part. Da weiten wir weiter. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!